Seid mir auch an dieser Stelle wieder herzlich willkommen in unserem Gangsters Paradise. Ja, wir wollen mal ein bisschen schauen, ob wir noch schaffen, kaufen wir ein paar Waffen. Jetzt dem, unserem Gegner hier oben, die letzten funktionierenden Geschäfte zu stibitzen. Und dann fangen wir doch mal hier mit einem schönen Drive-By an. Ihr habt nach einem Arzt gerufen. Und parallel schauen wir natürlich wieder, dass wir ein bisschen Alkohol verhökern und dadurch natürlich weiter Geld einnehmen. Bisschen Geld können wir auch wieder waschen lassen, das läuft. Und ja, Kredit kriegst du auch. Ich werde den Schläger. Es läuft also mittlerweile ziemlich gut und wir sind jetzt so in den letzten. Oh, ein rivalisierender Gang hat das Bordell angegriffen. Zack. Und der Ponzi-Trick. Zack. Aber keine Chance für unseren Gegner hier irgendwelchen Platz gut zu machen. Da passen wir schon extrem drauf auf. In dieses Auto einsteigen. Kauft Feuerwaffen. Ich bin das Miauen der Katze. Sehr schön. Und ich denke mal, hier wird es jetzt auch gleich wieder ordentlich krachen. Wenn jetzt hier wieder ein kleines Drive-By passieren wird. Verkauft schön. Genau so wird's gemacht. Wir nehmen wieder ein bisschen Geld ein. Schauen wir mal, ob jemand ein Bier kaufen möchte. Jawohl, kauft 20 Bier. Bier. Ich werde die Mädels auf dem Weg antesten. Ja. Das ist sehr schön. Läuft eigentlich ziemlich gut. Ich bin sehr zufrieden. Na, das brauchen wir erstmal nicht. Ja, ich will jetzt auf jeden Fall versuchen, den Gegner hier noch aus dem südlichen Bereich rauszudrängen. Diese Esel waren keine Gegner. Und was eröffnen wir hier? Was wollen wir denn mal eröffnen? Das haben wir gar nicht mehr so viel. Ich würde vorschlagen. Lass das mal den Arzt. Eröffnen machen. Wir noch einfach ich eine Boxarena. Resultate. Ich bin das Miauen der Katze. Eröffnen wir einfach noch eine kleine Boxarena. Das bringt noch ein bisschen Geld. Außerdem kurbelt das die Buchmacher an, die wiederum von unseren Kredithaien ein bisschen angekurbelt werden. Das ist, denke ich mal, ein ganz gutes Geben und Nehmen an dieser Stelle. Ist unser Verdacht ein bisschen nach oben gegangen. Können wir denn irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Möchte denn jemand kaufen? Nein. Waffen haben wir auch erstmal genug. Wir sind mittlerweile auch sehr beliebt. Und aber auch ein wenig gefürchtet, was gut ist. Unser Haupthaus ist komplett ausgebaut. Ich schaue schon ein bisschen, ob es uns noch irgendwas bringt, jetzt hier von den Gangsterbossen Waffen zu kaufen. Ich weiß es nicht, hier ist ein besserer Schlagring. Die Fokker Maschinengewehr. Minus 1 AP kosten. Das klingt eigentlich auch nicht schlecht. Können wir allerdings erst nach einer kurzen Zeit wieder. Oh. Darauf trinke ich ein. Meine Apotheke ist angegriffen worden. Und meine Boxarena. Halt. Ja, man merkt, er versucht hier also nochmal ein bisschen in die Offensive zu gehen, aber er dürfte das nicht mehr schaffen, mir jetzt noch irgendwas abzuluxen. Wo ist denn der Boxverein, den ich gerade eröffnet habe? Hier unten ist er. Und wir verkaufen zusätzliches Bier. Das dürfte uns auch wieder ein bisschen mehr Geld in die Kasse bringen. Und ein bisschen mehr Geld in der Kasse macht uns doch alles sehr, sehr glücklich. Hier können wir jetzt wieder dreckiges Geld in sauberes Geld waschen. Das können wir immer mal tun. Das läuft eigentlich immer ein ganz gutes Geschäft. Ich bring es ins Rollen. Und es wir verleihen wieder einen kleinen mal den Arzt machen. Kredit. Ja, im Übrigen, die Mafia war natürlich zu dieser Zeit nicht nur, deswegen ist das auch super hier eingefangen in dem Spiel, war nicht nur mit dem Schmuggel von Alkohol beschäftigt, sondern hatte überall ihre Finger drin. Im Glücksspiel, in der Prostitution. Und im Falschgeld natürlich auch, in der Falschgelddruckerei. Aber der außergewöhnliche Baseballschläger, ich werde es mir eine trotzdem Pause mal kaufen. Für den Boss. Aber man muss eben halt sagen, dass vor allen Dingen der Alkoholverkauf in den ersten Niemand Jahren der, so der Prohibition natürlich die Haupteinnahmequelle gewesen ist. Ich bin das Miauen der Katze. Die Haupteinnahmequelle gewesen ist und deswegen gab es vor allen Dingen auch hier am Anfang die größten Konflikte, also zwischen den rivalisierenden Banden in einigen Städten. Es ging eben halt wirklich um die Versorgung und vor allen Dingen um das Monopol auf den Alkohol.
was hier eigentlich auch ganz schön dargestellt wird und vor allen Dingen die Möglichkeiten, die man eben halt hat, gerade mit dem Alkohol hier überall Geschäfte zu machen, wo es halt überall verkauft wird. Das kommt halt auch ziemlich gut rüber in dem Spiel. Die Notwendigkeit. So, wir machen jetzt hier wieder einen Drive-by-Überfall. Falls die Polizei kommt, können wir da schmieren. Das ist auch kein Problem. Ja, kauft nur Schusswaffen, möchte hier jemand Schnaps kaufen. Kauft 15 Schnaps. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Kauft 20 Bier. Bier, Bier, Bier. Ich mache es 110%ig. Der Buchmacher. Ja, der Gegner geht jetzt ein bisschen in die Offensive. Das merkt man. Großartig. So, kauft eine neue Waffe. Die schauen wir uns mal an. Für den Dandy. Ausrüstung. Achso, nein, das war der Baseballschläger. Der ist natürlich was für unseren Schlägertypen. Wo ist er? Der Happy. Na komm, Happy, kriegst du erstmal einen schönen Baseballschläger. Zack. Sehr schön. So macht mir das Spaß. Gelegentlich können wir natürlich auch nochmal immer mal ein Auto kaufen. Das ist natürlich auch wichtig. So, jetzt haben wir ein neues Maschinengewehr. Wir schauen mal, ob uns das was bringt. Aha. Der Widmenmacher. Größerer Angriffskegel und hier minus 1 AP-Kosten. Maschinengewehre müssen mit Angriffen aufgebaut werden. Sie verursachen zusätzlichen Mutschaden. Ach, ist das hier auch der Fall? Ah, okay. Das Focker. Ich glaube, ich werde auch beim Widmenmacher bleiben, denn ein größerer Angriffskegel ist eigentlich ganz gut, wenn mehrere Gegner auf einem Haufen stehen. Die Elefantenbüchse. Gucken wir mal, was wir noch so schön kriegen. Die Lone Ranger. Oh, das ist ein edles Tröpfchen. Darüber könnte ich fast diese Hunde von der Steuerbehörde vergessen, die an meinem Geld herumschnüffeln. 15 Schnaps für 600. Geht das überhaupt? Achso, ah, okay. Ich dachte, das würde jetzt trotzdem irgendwie gehen, aber habe ich mich wohl gerade geirrt. Ich hoffe mal, der wird jetzt nicht zu sehr sauer auf mich sein und mir schön weiter was abkaufen. Elefantenbüchse. So, großartig. Kauft einen Gebrauchswagen, verkauft Bier, führt es einen Drive-By-Überfall durch. Charme und Geld nicht erreichen können. Und damit ist auch dieser kleine Laden hier unten offen für uns. Und hier... Lass mal ein bisschen gucken. Hier eröffnen wir einfach, würde ich mal vorschlagen, einen weiteren Buchmacher. Und so langsam treiben wir den hier ziemlich gut aus der Stadt raus. Und mittlerweile wächst unser Vermögen wirklich unfassbar in die Höhe. Also das ist richtig gut. Ich bin sehr, sehr begeistert. Und wir haben aktuell auch so viel Geld, dass wir einfach uns nochmal ein paar... Destille. Dass wir es uns auch locker leisten können, ein paar weitere Wohnblöcke zu kaufen. Den nicht, den kaufen wir. Dafür riskiere ich was. Den kaufen wir. Sie werden von meinem Charme überwältigt sein. Den kaufen wir. Und den kaufen wir. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Und dann geht es natürlich auch hier hinten noch weiter. Ein Handlanger macht gerade diese Aufgabe. Und hier hinten können wir noch einen Drive-By-Überfall durchführen. Ach, jetzt sind erstmal alle belegt. Alles getroffen, Boss. Mhm, das können wir machen. Rivalisierende Gang hat eine Flüsterkneipe angegriffen. Muss man natürlich wieder prompt reagieren. Kauf dein Wohngebäude, kauf dein Wohngebäude. Das läuft doch super. Verkauft 15 Schusswaffen. Ich werde die Mädels auf dem Weg antesten. Wir brauchen Schusswaffen, 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 aber wir haben auch Geld, 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 Geld. Und das macht die Sache doch sehr, sehr einfach. Ui, jetzt geht er aber nochmal los, weil jetzt kommt er, man merkt es, der kommt jetzt ziemlich in Bedrängnis. Das merkt man jetzt gerade, der kommt finanziell jetzt ziemlich in Bedrängnis, deswegen... Ah, wir müssen mal warten, bis wir hier wieder ein Auto frei haben. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst. Ich habe noch eine Menge Arbeit. Kauf dein Wohngebäude. Details behalte ich lieber für mich. Ermittlungen laufen.
Und wir bestechen die Ermittler, ohne Problem. Ich bin unwiderstehlich. Er ist so unwiderstehlich, ja. Kauft hier jemand Schnaps? Kauft 5 Schnaps? Ich bin in einer Krise. Ich muss aufhören. Sie werden von meinem Charme überwältigt sein. Jawohl, wir sind aktuell mega beliebt. Und hoffentlich auch bald sehr gefürchtet. Es ist natürlich ganz schick, wenn man beides haben kann. Und ich denke, in sehr absehbarer Zeit können wir hier oben auch ordentlich zuschlagen und schauen, dass wir den rivalisierenden Boss in seiner Heimatstadt angreifen. Verkauft Schnaps. Unwiderstehlich. Er ist unwiderstehlich. Geld, Geld. Bietet dir einen Kredit von 3000 an. Genau, brauchen wir allerdings nicht. Ja, jetzt super, den hätte ich vorhin gerade mal gebraucht. Dankeschön. Gut, dass wir mal drüber geredet haben, Sergeant. Großartig. So, ah, ein Bauplatz, ausgezeichnet. Dann kann ich jetzt hier... Schick Schläger zum Schutz deiner Gebäude. Das könnte man natürlich auch mal überlegen. Ich bin gerade unsicher. Ein Casino, ein Nachtclub. Ich werde mal hier ein Casino bauen. Hat keine Angst vor Drecksarbeit. Oh, meine Brauerei angegriffen. Ein Casino wird jetzt hier entstehen. Können uns vielleicht mal ein bisschen anschauen, wie das jetzt hier aus dem Boden wachsen wird. Und gleichzeitig werden wir eben hier drüben den Laden noch abnehmen. Ich bringe es ins Rollen. Da komme ich an. Und da gehe ich irgendwie um die Ecke. Und jetzt laufe ich irgendwo hin. Und jetzt habe ich irgendwie einen sehr interessanten Bogen gelaufen. Und jetzt beginnen die Bauarbeiten. Schön. Wir müssen kurz abweichen. Genau so wird's und das gemacht. Casino ist eröffnet. Schlägertrupp hinein. Und zusätzlicher Verkauf von Schnaps. So, machen wir das. Und das Geld fließt und fließt und fließt. Und eventuell werde ich noch eine... Ich muss nur ganz kurz schauen. Ich habe ja 2 Destillen. Genau. Und 2 Brauereien. Mal schauen, ob ich dort noch eine baue, um das ein bisschen zu unterstützen. Ein paar Waffen brauchen wir natürlich noch. Hey, Soldat. Ah, mach mal. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Ein schönes Casino. Gefällt mir gut. Zack. Ich bin das Miauen der Katze. Und wieder können wir einen Laden eröffnen. Finde ich doch super. Was bauen wir denn hier nochmal rein? Ich würde hier eigentlich eventuell... Ja, ich würde hier mal eine Pizzeria reinbauen. Dann haben wir auch noch... Dann haben wir noch einen Pizzaladen in der Stadt. Schönes Ding. Schau mal, was wir hier haben. Ja, das machen wir. Nehmen wir noch ein bisschen Schnaps mit, natürlich. Und damit ist unser Gegner auch aus dem Süden der Stadt vertrieben. Und er besitzt jetzt nur noch ganz, ganz wenige Gebäude. Und wir kaufen ja noch ein bisschen was auf. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. Zack, muss noch mal kurz schauen. Bordell, wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Na, wo ist es denn? Hallo. Match entschieden. So, Upgrades. Natürlich auch hier wieder Leute rein. Gangster erledigen Aufträge 15% schneller. Das ist natürlich cool. Das machen wir. Das machen wir. Und der Gefürchtet-Wert geht auch nochmal hoch. Das ist auch gut. Warum Wenn nicht? Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst. So, wir kaufen weiterhin hoffe, hier Wohngebäude auf. Kompliziert. Ich habe noch eine Menge Arbeit. Haben mittlerweile meinen Anzug nicht ruiniert. Gut Geld auf die Seite geschafft. Braucht einen Kredit. Es ja, sieht kriegst so du. Aus. Ich werde die Mädels auf dem Weg antesten. Es läuft. Jetzt haben wir ja auch noch ein schönes Casino. Oh, die Klinik. Die Klinik müssen wir uns auch auf jeden Fall behalten. Das ist ganz wichtig. Volle Punktzahl. Ja, wenn wir hier mal reingucken, sehen wir also jetzt mal insgesamt, was wir so an Geld einnehmen.
vor allen Dingen über die Wohngebäude, für die man natürlich viel Geld ausgibt, aber die letztendlich enorm viel bringen, muss man mal wirklich sagen. Der bessere Schlagring. Zack, wieder ein Wohngebäude gekauft. Dass ich der Boss bin. Wieder ein Wohngebäude gekauft. Es läuft. Und unser Verdachtslevel steigt also nur sehr, sehr wenig. Das heißt, wir können also hier auch direkt weitermachen. Gleich nachdem ich Spaß mit der Gangsterbraut hatte. Und machen wir gleich noch auf der anderen Seite einen anderen Überfall. Ich bin ein wenig eingerostet, aber und dann haben wir ihm, glaube ich, schon fast die letzten... Jetzt ist mir auf jeden Fall irgendwo ein Buchmacher. Überfallen worden, aber natürlich nicht mit mir. Da, 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 da. Erträgliches Geld, sauberes Geld zu waschen, verkauft 50 Lagerplatz, da haben wir viel. Waffen haben wir auch noch mehr als genug, Schnaps können wir verkaufen. Lass uns über eine Pause für den Boss. Machen wir jetzt ab, als aktuell auf dem Konto liegen. Deine Männer haben weniger Schnaps geliefert. Dem neuen Preis zustimmen, okay. Genau, dann können wir unseren Gegner auch bald angreifen, aber ich will ihm vorher auf jeden Fall noch die letzten Gebäude abknapsen. Das ist noch mein wichtiges und erklärtes Ziel. Ich bin das Miauen der Katze. Hier eröffnen wir noch ein Schutzgeldgeschäft. Sie werden von meinem Charme überwältigt sein. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. Wir brauchen ein paar Schusswaffen, verkauft 12. Hey Soldat, sag ihnen, ich komme. Arbeit macht mich lustig. Wieder ein kleiner Laden. Und hier bauen wir mal. Was bauen wir denn hier mal noch rein? Na, bauen wir noch einen Konzi. Wer hat nach einem Arzt gerufen? Ein Buchmacher wieder angegriffen. Ah, die Brauerei. Brauerei, zack. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss bin. Kauft Feuerwaffen. Daniel Dandy Miller gründet ein neues Geschäft, Schutzgeld. Achso, ja, Auto ist wieder mal Schrott. Da kaufen wir uns einfach noch eins. Ich habe noch eine Menge Arbeit. Können wir ja machen. Das juckt uns nicht. Mein Anwalt. Arbeit macht mich durstig. Und 10% F plus 10 Effizienz, das ist gut. So, gucken wir mal, ob wir vielleicht wieder, siehst du, wenn wir es mal brauchen, dann können wir hier keinen, na gut, können wir jetzt gerade nichts machen, ist ja auch nicht so schlimm. Und ich glaube, wir haben, nein, hier ist noch ein Geschäft. Sie werden von meinem Charme überwältigt sein. Jetzt kommen wieder Ermittlungen ins Laufen, 2400, das wird natürlich immer ein bisschen teurer. Aber jetzt gehen wir natürlich auch mit brachialer Gewalt gegen unseren Gegner vor. Der jetzt nur noch ein einziges kleines verlassenes Geschäft sein eigen nennen kann. Hier können wir Geschäftsraum, habe ich gar nicht gesehen. Dann werden wir jetzt hier auf jeden Fall... Werden wir noch eine Suppenküche einrichten, oder? Nee. Machen wir einen Großhändler. Wer hat nach einem Arzt gerufen?
Richten wir noch einen Großhändler ein. Zack. Ich bin unwiderstehlich. Müssen wir nochmal machen? Gleich nachdem ich Spaß mit der Gangsterbraut hatte. Ein arroganter Vogel, er gefällt mir. Dafür riskiere ich was. So, jetzt kann man hier auch gar nicht mehr so viele Gebäude kaufen. Ein Handlanger macht hier bereits Geschäfte. Die zahlen schon, die zahlen noch nicht. Sieh, dein Problem wird verschwinden. Und ein letzter Geschäftsraum, in dem wir jetzt, ich weiß nicht, was wir noch schnell einrichten. Ja, machen wir einen Schmuggler rein. Ich werde die Mädels auf dem Weg antesten. Oh, ich höre gerade Schusswaffengepolter. Keine Pause für den Boss. Da haben sie mir einen Buchmacher angegriffen. Jetzt sieht man natürlich leider ein bisschen schlecht in diesem... Na... Zack. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss bin. Meine Destille greifen sie jetzt an. Jetzt gehen sie nochmal... Es geht dann nochmal in die Offensive. Hat ja auch nichts mehr. Wo war denn jetzt dieses Geschäft hier oben? Dann bauen wir hier oben. Oh, meine Suppenküche, warum nicht? Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich machte. Ja, wir haben jetzt also die Stadt übernommen. Unser gegnerischer Boss, der gegnerische Boss ist also am Boden. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir ihn ausradieren und von der Karte fegen. Wir sehen uns, bis dahin, macht's gut.